Der Freitagnachmittag stand im Zeichen der Kleinsten bei den Feierlichkeiten von 700 Jahren Zetau. Der Kindergartenchor der Kita Brummkreisel sorgte für die jüngsten Gäste für viel Spaß und Freude im Festzelt. Mit tollen Show-Einlagen zeigten die Kleinsten ihr Können im Theater. Schon beim Frühstück hat diese dumme Gans immer dazwischen geschnattert, wenn ich etwas erzählen wollte. Und dann hat sie mich noch blöde Zimtzige genannt. Mithilfe der Erzieherinnen gelang es ihnen, in ihren Rollen zu bleiben. Doch auch im Singen bewiesen sie sich mehrmals. Gefolgt von lautem Beifall der Angehörigen und Gäste. Im Anschluss übernahm der Chor der Grundschule Mulda das Zelt mit ihrem eigenen Frühlingskonzert. Mit bekannten Songs schafften sie es, das Festzelt zum Mitsingen zu bewegen. So kam genügend Stimmung in den laufenden Abend. Nach einer kleinen Pause lockte das Programm zahlreiche Besucher vor das Festzelt auf den Hof. Gegen 19 Uhr wurden die 11. Vereinsgames eröffnet. Die unterschiedlichsten Vereine und Organisationen aus dem Ort traten hier gegeneinander an. In der ersten Disziplin war Skilanglauf in Zetauer Art gefragt, nämlich ganz ohne Schnee. Na, ob das gut geht. Auch das Schießen durfte nicht fehlen. Auf dem Rückweg musste man genügend Zielwasser getrunken haben, um sich am Armbruststand beweisen zu können. Es fiel auf, dass die Frauen deutlich besser ihr Ziel trafen. Doch das wollten die Männer natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Ein Nichttreffer zog jeweils eine Strafrunde nach sich, zum Bedauern des jeweiligen Teams. Jeder wollte der Beste sein, um sich und seinem Team den Gewinn zu sichern. Im zweiten Durchgang war dann Bierglasschieben angesagt. Eine ruhige und dennoch druckvolle Hand war hier gefragt. Einige waren mehr erfolgreich als andere, doch für genügend Spaß wurde auf jeden Fall gesorgt. Nachdem beide Spiele beendet wurden, mussten nur noch die Gewinner gekürt werden. So konnten sie sich auf ein frisch gezapftes vom Fass freuen. Doch auch hier wollte der Hammer nicht so. Trotzdem floss das Bier heraus und so erfreuten sich die Gewinner des Abends und Besucher daran. Im Anschluss bereitete die Feuerwehr Zetau den Fackelumzug vor. Es dauerte nicht lang, da waren alle Fackeln in Flammen und der Umzug startete vom Festplatz aus in Richtung Dorf. Eine große Anzahl an Kindern und deren Eltern liefen gemeinsam mit der Feuerwehr durch die Ortschaft. In der Zwischenzeit haben wir uns mit Feuerwerkland für das bevorstehende Feuerwerk getroffen und exklusive Einblicke erhalten. Denn auf dem Feld über dem Sportplatz konnte man so manches entdecken. Wir sind die Firma Feuerwerkland aus Grünhainichen. Wir machen heute das Großfeuerwerk zu 700 Jahre Zetau. Und in Zetau ist jedes Jahr Frühlingsfest, also es gibt auch jedes Jahr ein Feuerwerk, aber dieses Jahr wird besonders groß wegen dem runden Jubiläum. Und auch dafür wollen wir was sponsern und zu 700 Jahre Zetau sponsern wir eine leuchtende 700. Die wird es dann zum Ende des Feuerwerkes geben. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß auf dem Zetauer Dorffest und viel Spaß beim Feuerwerk. Mit bunten Farben und lautem Krach neigte sich der Freitag dem Ende entgegen.